Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vor 5 Jahren habe ich an dieser Stelle anlässlich Ihres Symposiums Zeichnen als Erkenntnis über die Unabdingbarkeit der Zeichnung in jedweder Form der gestaltenden Organisation der Umwelt wie auch für die Gewinnung eines reflexiven Denkraumes gesprochen. Im Zentrum stand eine beiläufige Zeichnung von Spiralbewegungen aus einem Text Tommaso Campanellas vom frühen 17. Jahrhundert, Campanella, der Autor des Sonnenstaates, dieser großen Utopie. In ihrer Spontaneität wie eine Telefonzeichnung wirkend, besitzt sie gerade in diesem Gestus eine geradezu kosmische Dimension. Mit ihrer Hilfe imaginiert der Autor die Bewegungen des Erzengels Michael beim jüngsten Gericht. Als wären an die Grenzen des Kosmos reichenden Flügeln Lichter angebracht, zeigen die Linien wie in einer simultanen Sequenzfotografie die Flügelschläge. Die schier unbegreifliche Fähigkeit der Zeichnung, in der Realisierung von Ideen und Gedankenbildern die Abstraktion mit der Konkretion zu verbinden, zeigt dieser Decennio, der stand damals im Zentrum, wie gesagt, auf für meinen Begriff besondere Weise. Ich möchte diese Argumentation im Sinne des Kongressthemas erweitern und verallgemeinern in eine grundlegende Frage nach den Möglichkeiten und der Notwendigkeit der gestaltenden Auseinandersetzung mit der Materie an sich und hier insbesondere mit dem Stein. Ich werde in 3 großen Schritten vorgehen. Den ersten Teil wird die Vor- und Frühgeschichte, wie sie zitiert wurde, einnehmen. Der zweite wird der Renaissance gewidmet sein und der dritte gilt dann der Gegenwart. Sie mögen sich wundern, in der Einführung ist dies bereits angesprochen worden, dass ein Kunsthistoriker zu einem Thema spricht, bei dem unter anderem die frühe Auseinandersetzung des Menschen oder Vormenschen mit dem Stein eine Rolle spielt. Der Grund liegt in der Wandlung des Bildbegriffs, der sich seit Jahrzehnten vollzogen hat. Er umfasst das Bild in seiner weitestmöglichen Bestimmung und damit entscheidet sich eine Wiederkehr des Bildbegriffs von Leon Battista Alberti, einem der Begründer der Renaissance. In seiner großen Schrift über die Skulptur De Statua ist ihm zufolge von einem Bild, dem Simulacrum, dann zu sprechen, wenn ein Naturgebilde zu erkennen gibt, dass es durch ein Minimum an Eingriff zu einer gleichsam humanisierten Form geworden ist. Dies gilt etwa für chinesische Sandsteingebilde, die der Natur entnommen wurden, weil sie von sich aus eine eigene Semantik aufzuweisen scheinen, hier etwa in Form einer fliegenden Wolke. Nur bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass dieser Effekt mittels behutsamer Eingriffe erreicht wurde, um das Gebilde dann als perfektes Zusammenspiel von Natur und Kunst aufzusockeln und eine Valenz zu bezeugen, die als latente Bildaktivität beschrieben werden kann. Dieses Prinzip ist von grundlegender Bedeutung für die Bestimmung der Frühgeschichte des Anthropos. Diese Frühgeschichte hat, die Erforschung dieser Frühgeschichte des Menschen hat in den letzten Jahrzehnten, das werden Sie verfolgt haben, atemberaubende Entdeckungen gemacht. Dazu gehört der Nachweis der bislang ältesten bekannten Bildhauerschule in der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Bei der Mehrzahl der bis zu 45.000 Jahre alten Figuren handelt es sich um Tiere, bei denen die künstlerische Gestaltung wie bei diesem sparsamst aus Elfenbein herausgeschnitzten Mammut eine so beeindruckende Qualität aufweist, dass sie als Produkte von, ich zitiere, Kunstzentren oder Elfenbeinschnitzerschulen, Zitat Ende, gedeutet wurden. Derartige aus der Kälte der Eiszeit heraus hergestellte Figuren vermögen das Bild der Frühgeschichte im Bereich der Skulptur so nachhaltig neu zu justieren, dass sich durch sie eine veritable Revision der Entwicklungsgeschichte der Menschheit abzeichnet. Von der Öffentlichkeit weniger stark bemerkt, in ihrer Konsequenz aber noch weitreichender, stößt die Bestimmung dessen, was den künstlerisch tätigen Menschen ausmacht, wie ein Fräskolben durch Wände,
die bislang die zeitlichen Grenzen des Anthropos ausgemacht haben. Zu den Funden, die ein Team um den schottisch-norwegischen Vorgeschichtler Christopher Henschelwood sowie den Italiener Francesco De Rico in einer etwa 300 Kilometer östlich von Kapstadt am Meer gelegenen Höhle Südafrikas gewonnen haben, gehören oben zu sehen eben Hunderte von Schnecken, die in der sogenannten Blombos-Höhle entdeckt wurden. Durch ihre Beschaffenheit formieren sie das Prinzip des Vergleiches und der Serienbildung. Eine weitere Überraschung lag darin, dass in dieser Höhle willentlich bemalte und geritzte Steine gefunden wurden, die bis zu 80.000 Jahren alt sind. Insbesondere die Ritzungen, welche die Möglichkeiten der Zeichnung mit denen der Reliefbildung verbinden, sind wie ein Bild gerahmt und damit von der Umgebung abgesetzt. Ähnliche Einritzungen weist ein mehr als 300.000 Jahre alter Knochen aus Bilsingsleben in Mitteldeutschland auf. Dieser Fund galt bisher als so isoliert, dass er der internationalen Aufmerksamkeit entgangen ist, bis ein Forscherteam um Josephine Jordans publizierte im Oktober in Nature einen Bericht über Einritzungen in Muscheln und anderen Gebilden aus Java publizierte, die etwa 500.000 Jahre alt sind. Von besonderem Interesse waren Einkerbungen, die vermutlich mit Hilfe eines Haifischzahns wie mit dem Lineal eingeschnitzt wurden. Damit zeigt sich in verschiedenen Weltgegenden, zeigen sich deutlich formbezogene Zeichen, die eine bislang nicht deutbare, fraglos aber existierende Semantik vor Hunderttausenden von Jahren präsentieren. Die Beispiele aus der Blombos-Höhle zeigen ebenso wie die Ritzungen aus Bilsingsleben und die aus Java stammende Zeichnung, dass hier ein Zusammenhang besteht. Damit aber sind weitere Schleusen in die Vorgeschichte und den riesigen Zeit- und Ortsraum geöffnet, in dem der Faustkeil die symbolisch geprägte Frühgeschichte des Menschen bestimmte. Als ein in Afrika und Eurasien in der gewaltigen Spanne von 1,8 Millionen bis zu 40.000 Jahren vor unserer Zeit auftretendes Artefakt, war er bislang wie durch eine Mauer von den Gebilden der Höhlenmalereien und der frühen Skulpturen getrennt. Mit seinen scharfen Kanten wurde er als Werkzeug eingesetzt, aber er bestach, wie es bereits das bislang älteste Exemplar vom Rand des Turkana-Sees in Kenia zeigt, nicht minder durch die Sicherheit seiner stereometrischen Formen. Als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts allerorten neue Funde das Interesse für die vorgeschichtlichen Altertümer entfachten, galten derartige Gebilde als Beleg für die ursprüngliche Bestimmung des Menschen als Künstler, noch vor sämtlichen technischen Fähigkeiten. Dieses Verständnis ging im weiteren Lauf des funktionsfixierten 19. Jahrhunderts verloren, aber jetzt ist es als maßgebliches Deutungsmuster zurückgekehrt. In dem vor 3 Jahren publizierten Handbuch Steinartefakte, herausgegeben von Floss, heißt es geradezu emphatisch: Es ist unbestreitbar, dass diesen Stücken ein Bemühen um Ästhetik innewohnt. Der funktionellen schließt sich wahrscheinlich eine spirituelle Dimension an, sofern der Hersteller das Material in Richtung einer von ihm als notwendig erachteten Idealform gestaltet, die in funktioneller Hinsicht keinen Vorteil bedeutet. Zitat Ende. Die bislang überzeugendste Deutung der Faustkeil-Ikonografie sieht in der Außenform eine Abstraktion der menschlichen Hand. Mithilfe des zugeschlagenen Steins konnte dem Schöpfer und Nutzer eine gleichsam dritte Hand in objektiver Form entgegengestellt werden. Dies dürfte zu dem eindrucksvollen Phänomen beigetragen haben, dass zahlreiche Faustkeile offenkundig leicht asymmetrisch eben geschlagen wurden, wie um das Prinzip der verlebendigenden Spannung einzusetzen. Ein aus Syrien stammendes Exemplar zeigt dieses Vermögen durch die nach links oben verschobene Achse.
Diese Gestaltelemente lassen eine Bindung der Faustkeile allein an ihre funktionale Bestimmung als kurzschlüssig, wenn nicht widersinnig erscheinen. Damit aber kommt jene Definition des Bildes und damit auch der Kunst in Betracht, wie sie der eingangs zitierte Alberti bestimmt hat. Dies gilt insbesondere für eine Fülle von Faustkeilen, die entweder zu groß oder zu klein waren, um im Gebrauch aufzugehen, oder die eine offenkundig visuell prägnante Form, die für sich steht, aufweisen. Seit längerer Zeit habe ich diese Überlegung mit den Fachleuten diskutiert, darunter vor allem mit dem bereits zitierten Harald Floß, der Professor für ältere Urgeschichte in Tübingen ist und der vor 3 Jahren eben dieses monumentale Werk Steinartefakte mit ihm einen Standard gesetzt hat. Wir haben auch gemeinsam über diese Fragen publiziert. Floß hat in vielen Punkten seine Zustimmung gegeben, um zugleich jedoch davor zu warnen, in den Faustkeilen eine frühe Form der Kunst zu sehen. Die Erkenntnis, dass der Homo erectus und der Neandertaler über hohe intellektuelle Fähigkeiten verfügten, sei ein sensationelles Ergebnis der jüngsten Anthropologie. Der, ich zitiere weiter, Enthusiasmus ob dieser Erkenntnis darf allerdings nicht dazu verleiten, anzunehmen, dass solche Objekte bereits als Vorläufer von Kunst oder gar als Kunst selbst anzuerkennen wären. Zitat Ende. Der von Floß hier geäußerten Skepsis könnte auf der Ebene des Begrifflichen mit Einführung einer Wortschöpfung wie vorgeschichtliche Funktionsästhetik begegnet werden. Die Ur- und Frühgeschichte ist in diesem Punkt jedoch ihrerseits uneins. Im Frühjahr diesen Jahres, also 2018, hat eine Ausstellung in Dallas in den USA auf das Entschiedenste zu begründen versucht, dass zum einen allein Menschen Steine zuschlagen und dass zudem jeder Schlag zugleich funktional und semantisch bestimmt sei, dass folglich von Beginn an von Kunst gesprochen werden müsse. Das durchzieht den gesamten Katalog geradezu emphatisch. Der Faustkeil an sich, so der Archäologe Tony Burland und der Bildhauer Thomas Wynn als Organisatoren der Ausstellung, sei bereits in seiner Augentropfenform von eigentümlicher, wohlgefälliger Gestalt und bereits dieser bereits gesehene älteste Faustkeil, 1,8 Millionen Jahre alt, spräche mit seiner Andeutung eines Gesichtes für einen anderen Gestaltungsgrund, als sie der Nutzen allein biete. All dies würde den Begriff des Bildhauers bestätigen. Die Gestalt besäße eine so große Latenz, dass von innerer Bildaktivität Agency gesprochen werden müsse. Durch das gezielte Abschlagen des Steins wird der Blick bei einem Gebilde aus Ägypten in ähnlicher Weise auf eine natürlich entstandene Form gelenkt, die hier links zu sehen wie ein gefülltes Loch zu wirken scheint. Und bei einem rechts ca. 10 cm breiten Faustkeil aus dem historischen Theben drängt sich der Eindruck eines Auges auf. All diese Beispiele, ein winziger Ausschnitt, zeigen ein je besonderes Spiel zwischen der vorgefundenen Naturform, die als Besonderheit anerkannt wurde, und einem behutsamen Eingriff, der diese Gestalt hervorhebt und dadurch im Sinne des eingangs zitierten Alberti zum Bild macht. Der Grund der Gestaltung besonders ausgewiesener Gegenstände beruht auf der Fähigkeit, durch Vergleich einen Sinn für Differenz und Wertschätzung zu gewinnen und zu schaffen. Dieses Denken in ikonischen Differenzen, um die Formel des bereits zitierten Gottfried Böhms aufzunehmen, ist schließlich durch eine Reihe nicht anders als spektakulär zu nennender Funde bekräftigt worden. Sie beziehen sich auf die Art und Weise, in der Fossilien in die Gesichtsseiten der Faustkeile integriert wurden und hierin liegt das relativ scharf umgrenzte eigentliche Feld meiner Überlegungen, das ich hier allein an 2 Beispielen vorstellen kann. Der Faustkeil aus Swanscombe in England, der sich im World Museum von Liverpool befindet, lädt in der Bauchpartie relativ breit aus
Und auf der rechten Seite zeigt er eine ungewöhnliche Ausbuchtung. Am Boden stehen ebenfalls zwei Höcker über, die wie zwei Füße wirken mögen. In der Mitte ist das Fossil eines Seeigels zu erkennen. Rechts fällt das Gelände ab, sodass der Seeigel wie auf einem Sockel präsentiert ist. Offenkundig hat der frühzeitliche Bearbeiter auf der linken Seite, also hier in diesem Bereich, versucht, hier nun den hochstehenden Stein entsprechend abzuarbeiten und auf diese Weise eine gleichmäßige Aufsockelung dieses Seeigels zu erreichen. Deutlich ist hier links oben von der Mitte zu erkennen, wo die Spitzen eines Schlagwerkzeuges genau dort angesetzt hat, wo das Rund sich hier oben in diesen Teilen fortsetzt. Hier ist ein Teil des Seeigelkreises dann mit versehentlich mit abgeplatzt. Im gesamten südwestlichen Bereich aber hier ist durch behutsamere Schläge zu erkennen, wie entlang des Rundes in die Tiefe gearbeitet worden ist, sodass nichts weiter abgeplatzt ist. Insgesamt ist die Kreislinie des fossilen Tieres stehen geblieben, sodass die mittlere Positionierung des Seeigels in dieser gesamten Rundung nachvollzogen werden kann. Hier wird deutlich, warum die Fähigkeit, die Form als autonome Größe aus dem Vergleich zu akzeptieren, die dem Prinzip der ikonischen Differenz verpflichtet ist, als ein wesentliches Element der Menschwerdung des Humanoiden anerkannt werden kann. Diese Form, die Sonderform, zwingt dem Schöpfer die Bedingungen der Gestaltung auf. Eine Steigerung dieser ostentativen Steinkunst bildet ein 200.000 Jahre alter Faustkeil aus West Tofts aus Norfolk in England. Ich habe mich mehrfach dazu geäußert. Er war einer der Stars in der Ausstellung Plus Ultra im Gropiusbau und deswegen fasse ich mich auch ihm gegenüber jetzt nur sehr kurz. Die Silhouette gehorcht dem Stil der symmetrisch-asymmetrischen Bearbeitung, aber in der Mitte des Bauches sitzt zusätzlich die fossile Muschel Spondylus spinosus. Mit einer bemerkenswerten Finesse ist sie in die zentrale Achse des Gebildes gebracht worden. Verwitterungsspuren an der Muschel lassen erkennen, dass diese an der Oberfläche gelegen hat, um dort auf die Aufmerksamkeit eines Auges zu treffen, das den Wert dieser Besonderheit erkannte. Natürlich hatte der vorzeitliche Bildhauer keine Vorstellung von dem, was ein Fossil war. Aber sein Auge muss diese Form mit einer solchen Wertschätzung wahrgenommen haben, dass es dieses mit Sinn für Proportionen rahmte. Indem er das Ding durch diese Rahmung gemäß der eingangs gegebenen Definition in ein Bild verwandelte, hat er die Gattung des Bildes im Bild in Szene gesetzt. Im Zusammenschluss zwischen Vorder- und Rückseite zeigt sich ein durchgehendes Gestaltungsprinzip, das nicht nur die Tiefenbildung mit der Möglichkeit zur Höhenkragung und zur Einmuldung, sondern auch mit der unterschiedlichen Materialität und Farbigkeit des Steines rechnet. Aus dem Zusammenspiel ergeben sich Differenzierungen, die dem System der ikonischen Differenz ebenso ein Denkmal setzt, wie hier rechts der farbigen Geometrie. Die Fossilien zusammenfassend können als Anstoß gewertet werden, über die bildliche Differenzerfahrung einen Anstoß zur Ausbildung des Distanzbewusstseins an sich, der Distanz, zu gewinnen. Hier ist offenbar, elementar, jenes Distanzbewusstsein greifbar, das für die Ausbildung einer Sphäre der Reflexion die Conditio sine qua non darstellt. In den inkludierten Fossilien und der räumlichen und farbigen Gestaltung wird eine Triebkraft der Form erkennbar, die vor einigen Monaten auf einem Symposium in Tübingen durch hochinteressante Interpretationsmodelle gedeutet wurden. Aber diese Deutungen konkurrierten großartig, aber sie konkurrierten auch schier hoffnungslos miteinander.
Mein Deutungsversuch liegt gleichsam unterhalb dieser Kontroversen. In ihm geht es um eine konstante anthropologische Variable, welche die Auseinandersetzung mit dem Material der Gestaltung als bildaktives Wechselspiel von Zufallsfund und Formung begreift, wie dies nochmals Alberti formuliert hat. In diesem Prozess ist jener Distanzraum erschaffen worden, der eben für die Ausbildung einer, wie erwähnt, einer Sphäre der Reflexion unabdingbar ist. Die dem Menschen entgegenkommende Form, in diesem Fall Fossilien, birgt in ihrem Überschusscharakter jenes Movens, das nichts mit Magie, sondern mit dem Angebot der Gestalt, der Affordance zu tun hat, die James Gibson der gesamten Umwelt attestiert. Es handelt sich um einen scharfen Schnitt gegenüber allen Formen der ego-logischen Weltaufschließung. Hier ist es die gesamte, sich dem Menschen aus ihrer eigenen Unabhängigkeit heraus anbietende Umwelt, das Agieren des Formgewordenen des Differenzbewusstseins als herausfordernde Größe. Arnold Gehlen hat dieses Phänomen in seinem 1956 publizierten Werk Urmensch und Spätkultur intuitiv erfasst, ohne dieses Material zu kennen. Bei der Herstellung der Steinwerkzeuge sind ihm zufolge, ich zitiere, gewisse Prozesse der Abstraktion im Spiel, die mindestens vorschweben müssen, gleichgültig, ob sie wortfähig sind oder nicht. Werkzeuge wie die Faustkeile sind für ihn daher, ich zitiere, steinerne Begriffe. Die Menschwerdung des Hominiden, so hoffe ich zumindest skizziert zu haben, hat mit der Bearbeitung des Steins, lateinisch Sculpere, und dem Wechselspiel mit der entgegenkommenden Form als eine Art Urstoff des begrifflich distanzierenden Denkens und des inaktiven Handelns zu tun. Der Mensch wird zum Menschen als bildhauendes Wesen, als Homo sculpens. Wir kommen zum zweiten Punkt von dreien. Ich bleibe unter einer Stunde. Um auch nur die Spur des Gedankens zu verscheuchen, dass dieses Prinzip ein Privileg des urzeitlichen Menschen gewesen sei, gehe ich auf eine Epoche ein, die im Bereich der bildenden Kunst als schier unerreichbar galt und gilt vielleicht und die in der Bildhauerei mit Michelangelo eine Art Nonplusultra erreicht hat. Ein einziges Beispiel, der Florentiner Matthäus, mag verdeutlichen, dass auch Michelangelo in dieses Wechselspiel von Eigenaktivität und Agens der Materie gespannt war. Er reagierte mit dieser rechts projizierten kolossalen Figur über 2 Meter auf ein für die Kunst der Renaissance einschneidendes Ereignis, die Entdeckung der Gruppe des Laocoon am 24. Januar 1506. Aus dem Schock dieser Erfahrung, die wie eine Rache der bereits überwunden scheinenden Antike auf Michelangelo wirkte, hat er die eben 2,71 Meter hohe Skulptur geschaffen. In den Spuren einer wütenden Arbeitstechnik ist mit Händen zu gleichen, was Michelangelo an dieser Form abarbeitete. Die Reaktion auf die Laocoon-Gruppe führt zu einer ungeahnten Steigerung des Körpervolumens und der im Marmor freigelegten Physis. Bei allen Spuren einer starken Kraftanstrengung geht Michelangelo mit einer tastenden Sensibilität vor. Sie offenbart sich in den unterschiedlichen Stufen der Bearbeitung. Wirkt das vordere Knie bereits poliert, erscheinen an den Seiten des Oberschenkels und durchweg am Unterschenkel Spuren der Verwendung von spitz und grobem Zahneisen. Entscheidend ist, dass das aufgestellte, nach vorn gedrückte Bein in seiner Grobform dann unverrückbar festgelegt ist. In der Zone zwischen den Unterschenkeln aber weisen massive Einschläge von Spitzeisen aus, dass der Grund erst vorbereitet wird und dass hier alle Möglichkeiten einer Gestaltung dieses Zwischenbereiches bleiben. Von der Seite wird sofort sichtbar, dass Michelangelo
das in einem kraftvoll gespannten Bogen heraustretende Bein, in dem am weitesten vorspringenden Partien bereits fast in die letzte Fassung gebracht hat, während das rechte Bein noch im Block verharrt. Offenbar hat Michelangelo gezögert, bis er auf das Niveau der nun freigelegten Oberfläche heruntergeschlagen hat. Während das linke Knie bereits vollendet war, blieb das rechte noch in der Latenz der Formgebung. Das Herausarbeiten von vorspringenden Details aus der gar nicht oder weniger bearbeiteten Umgebung wird auch einer an der linken Hand des Apostels sichtbar, die in ihrer feinporigen Oberfläche wie aus einem Meer an rohen, chaotischen Formen aufzutauchen scheint. Beziehungslos isoliert tritt an einem zunächst zufällig wirkenden Teil des Blockes eine bereits feiner bearbeitete Partie auf. Vasari hat für dieses Vorgehen, das noch im Prozess des Skulptierens die größtmögliche Variationsbreite bewahrt, ein berühmt gewordenes Bild geprägt. Ihm zufolge gleiche die aus dem Marmor Schicht für Schicht nach innen abgetragene Statue einer Wachsfigur, die in einer Wanne liege, aus der langsam das Wasser abgelassen werde. Ebenso wäre an das Bild einer in einem Eisblock liegenden Figur denken, die von oben her abgetaut und solcher Art aus ihrem Gefäß befreit wird. Im ersten Eindruck ist der Matthäus wie mit furioser Wildheit aus dem Block gehämmert. Das stufenweise Abschichten zeigt jedoch einerseits die strenge Disziplin dieses Vorgehens und andererseits das freie bildnerische Imaginationsvermögen. Wie Inseln tauchen an unterschiedlichen Stellen des Blockes die ersten Stellen der Gestaltoberfläche auf, so an der rechten Schulter. Dasselbe gilt für das Gesicht, wo die Lippen und Teile der linken Gesichtshälfte wie aus einem unruhigen Meer auftauchen, ohne dass diese bereits geglättet oder geschmirgelt wären. Als habe er über den Marmor durchdringende Augen verfügt, musste Michelangelo eine zumindest tentative Vorstellung der Gesamtfigur besitzen, um derart isoliert die obersten Stellen abschichten und freilegen zu können. Die Zuordnung des an wenigen Punkten fixierten Körpers bedeutete jedoch keinen Zwangsapparat, sondern ein vorsichtig tentativ die Materie nach der ihr eigenen Latenz befragendes Verfahren. Zwischen den vier Haltepunkten, dem Gesicht, der rechten Schulter, der Hand und dem Knie, waren alle Möglichkeiten der Körpergestaltung noch frei und bis zuletzt scheint Michelangelo gewartet zu haben, bevor er sich zur endgültigen Festlegung entschied. Die im Matthäus schulmäßig festgehaltene Technik beruht nicht auf einer Übertragung einer festgelegten Form in den Marmorblock, sondern beruht auf einem offenen Dialog mit der Materie während des Skulptierens. Auf diese Weise nähert sich die Bearbeitung des härtesten Materials, des Marmors, der Technik des Skizzierens an. So wüst der Matthäus aus dem Stein herausgeschlagen wirkt, so ist er doch nicht in einer Bezwingung des Marmorblockes entstanden, sondern in einem suchenden Verfahren, welches den zu schaffenden Steinstoff als noch bewegliche Materie begreift, die erst im letzten Schritt in all ihren Formen widerstrebend fixiert wird, weil im Non Finito, dem Nichtfertigen, das latente Innenleben des Marmors und die Lebendigkeit des Umganges mit dieser Art Latenz erfahrbar werden. Es ist dieses Verfahren, das fast panisch vermeidet, die Möglichkeiten durch Vollendung der einzelnen Partien zu mindern. Es rechnet mit dem Gegenüber einer eigenwilligen Materie, wie sie der Begriff des Active Matter voraussetzt, und dem sucht Michelangelo bereits im Schöpfungsprozess selbst entgegenzukommen. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, die aktive Materie.
Wir haben also in einem ersten Schritt verfolgt, dass Funktion und Gestaltung als unabdingbare Einheit zur Wesensbestimmung dessen gehört, was den Menschen in seiner Frühgeschichte, von seiner Frühgeschichte her ausmacht. Hierzu gehört die Resonanz zwischen der gestaltet materialisierten Form und dem Betrachter und Nutzer, also die Bildaktivität. Der zweite, auf Michelangelo bezogene Passus versuchte zu zeigen, dass diese die Eigenbewegung selbst des Marmors berücksichtigende Weise demselben Prinzip verpflichtet ist. Sie bleibt eine Wesensbestimmung der Formung. Ich hätte diesen Rückblick in Vorgeschichte und Geschichte nicht gegeben, wenn nicht deutlich wäre, dass dieses Wechselspiel weiterhin virulent ist. Wie gesagt, in einem dritten Schritt, der uns in die Gegenwart führt, möchte ich daher zumindest anzudeuten versuchen, dass dieses Grundprinzip aus einer unerwarteten Richtung entgegenkommt. Aus der Materie selbst wird jene Aktivität neu zu entwickeln versucht, die in der bildaktiven Resonanz vorbereitet ist. Ich beziehe mich auf Erfahrungen, die im Exzellenzcluster Bildwissen Gestaltung, das in der Einleitung erwähnt wurde, der Humboldt-Universität in den letzten 5 Jahren zu gewinnen waren und die dazu geführt haben, dass ein Folgeantrag unter dem Titel Matters of Activity vor, glaube ich, 6 Wochen oder 2 Monaten dann bewilligt wurde. Es geht um die Frage der selbstbewegenden Materialien, die mit dem Begriff der aktiven Materie zu versehen sind, also um die seit der Antike scheinbar feststehende Bestimmung der Materie als eine passive, auf Außenimpulse weisende Größe. Das ist der Gegner sozusagen. Die Analyse von Holz, wie sie in der Physik und Biologie seit Jahrzehnten erforscht wird, kann diese Grundthese nicht restlos bestätigen. Ein berühmtes Beispiel, ein Star dieser Forschungsrichtung, ist der Tannenzapfen. Der Tannenzapfen, der losgelöst vom Baum in kurzer Zeit zu Stein zu erstarren scheint. Das Leben ist aus ihm gewichen. Warum er dann bei Befeuchtung sich erneut zu regen beginnt, kann zunächst auf die äußeren Einflüsse der Lufthülle zurückgeführt werden. Herausragende Holzforscher aber sind sich nicht sicher, ob nicht eine latent lebendige Struktur, ein System von Codes, in der Materie selbst aktiv bleiben muss, um von sich aus auf diese Außeneinflüsse reagieren zu können. Wenn dem so wäre, dann wäre die schärfste Unterscheidung zwischen toter und lebendiger Materie nicht eindeutig möglich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte dieser Mechanismus weitgehend aus der Zellstruktur und der unterschiedlichen Möglichkeiten, Wasserzufuhr gleichmäßig zu verteilen, gedeutet werden. Ich zitiere aus einem Text von etwa 1905. Die Zellen eines ausgereiften Kiefernzapfens sind tot. Daher ist der Mechanismus passiv. Schuppenstruktur und die Zellwände, aus denen die Schuppen aufgebaut sind, reagieren auf Veränderungen der relativen Feuchtigkeit. Zitat Ende. Forscher wie Peter Fratzel kommen heute jedoch zum Ergebnis, dass Passivität keinesfalls die Aktionen der Schuppen des Tannenzapfens begründen können. Vielmehr, und dies ist heute allgemeine Meinung, ist die strukturelle Empfänglichkeit für diese Art Passivität selbst ein Zeichen von Aktivität. Ich zitiere, das notwendige Energiedepot der Materie liegt hier in der Materialstruktur. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die Aktivität der Materie nicht allein über die Steuerung einer inneren Energiequelle nach Art des Stoffwechsels zu bestimmen ist. Auch die Struktur selbst kann Energie bereitstellen, um gezielt Bewegungsarbeit zu leisten. Und genau diese Möglichkeit definiert die materiale Struktur als Active Matter. Zitat Ende. Ein umstrittenes Feld auf dieser Frageebene einer strukturalen Aktivität sind auch bakterielle Biofilme, die in Form von Myriaden von Organismen
auf kleinsten Raum zelluläre Architekturen bilden und die mit einer beeindruckenden, sagen wir, Intelligenz eine morphologische Struktur entfalten, die den Betrachter staunen lässt. Es sind sich selbst regulierende Kleinstarchitekturen, die geometrische Muster hervorbringen. Der klassischen Lehre zufolge sind sie ebenfalls vor allem durch Außenwirkungen hervorgerufen. Unter den Veränderungen des Druckes der Wärme oder der wachsenden Kälte ziehen sich diese Bakterien zusammen oder dehnen sich aus. Dies ist die geläufige Interpretation. Es bleibt aber auch hier, wie bei dem Tannenzapfen, ein Rest, der auf eine eigentätige, strukturbedingte, auf einen gemeinsamen Code angewiesene Selbstgestaltung hinzuweisen scheint. Dies führt zur Frage, ob nicht der in heutiger Zeit relativ verbrauchte Begriff des Strukturalismus auf eine neue Weise begründet werden könnte. Im herkömmlichen Sinn seit den 1960er Jahren, vor allem im sogenannten französischen Denken, hat der Begriff dazu gedient, für die Geisteswissenschaften Bedingungen der Erläuterung kultureller Prozesse zu benennen, die sich vornehmlich durch übergreifende Zeichenstrukturen definieren lassen. Mit der Frage nach der aktiven Materie aber kann dieser strukturelle Ansatz in die viel weitere Zone einer lebendigen Kodierung hineingetrieben werden, in die tiefsten Bereiche der Natur und auch solcher, die bislang als anorganisch gedeutet worden sind. Ein weiteres Feld, ich zeige nur wenige Beispiele, ist die Medizin, die sich in den letzten Jahrzehnten in eine Bildwissenschaft verwandelt hat. Der Händedruck des Arztes mit dem Patienten ist in den großen Krankenhäusern wie der Berliner Charité im Wesentlichen eine symbolische Handlung geworden. Entschieden wird aufgrund von Analysen der Bilder, zu denen der Patient geworden ist. Auch in Operationsmaschinen wie dem Gerät Leonardo werden Bild und Körper substitutiv ausgetauscht, sodass nicht ursächlich der Körper, sondern sein Bild behandelt wird. Dies ist in seinen methodischen und philosophischen Konsequenzen nicht ansatzweise ergründet. Im Cluster arbeiten wir an einer neuen Technik der Verbindung von Bild und Resonanz in der Hand des Operateurs in Form eines neuen Schneideinstrumentes. Das Messer ist hier nicht mehr nur Befolger eines mechanischen Druckes, sondern Reflektor der ihm entgegenstehenden Materie, und zwar bis auf die Ebene der Nervenzellen herab. Der Operateur arbeitet also gleichsam reflexiv im Doppelverfahren von bildgeneriertem Empfinden und Schneiden. Dasselbe Verfahren kann auf allen Gebieten ausgeführt werden, so etwa beim Schneiden von Glas. Insgesamt, ich habe nur Beispiele gezeigt, geht es um Instrumente der Gestaltung und Aktivität, die ihrerseits, und das ist der immer wieder zu erkennende Punkt, die ihrerseits empfindende Organe der Sensibilität für das Gegenüber der Materie und der Form darstellen. Von der Skizze bis zum sensitiven Messer. Der Kosmos der Grafiken, Kritzeleien und Tableaus bis hin zu dreidimensionalen Modellen in ihrer Übergangsform, auch in ihrer digitalen Form, gehören hierzu. Diese Transformationen werden danach bestimmt, auf welche Weise die einmal geschaffenen Artefakte des gewordenen Wissens zurückwirken auf denjenigen, der diese Prozesse vollzogen hat. Eine der stärksten Herausforderungen der gegenwärtigen Forschungsfelder in den Naturwissenschaften unterstellt eben genau eine solche umfassende Aktivität, die von Bioformen bis zu scheinbar toten Dingen reicht. Hier nur Ausschnitte, Bilder aus dem jüngsten Sammelband von Skylar Tibbetts, Active Matter. Der Aufstieg des Begriffs der Materialaktivität entfaltet als Parallele zum Bildakt aus den Laboratorien der Naturwissenschaften heraus eine eigene Physis.
ohne auch nur den Namen von Bruno Latour etwa zu kennen, fassen vor allem die Materialwissenschaften die systematische Latenz der Dinge unter der zitierten Formel Active Matter. Die Notwendigkeit, der Welt einen aufgeklärten, ich zitiere, Minimalanimismus zu unterstellen, wie es der Philosoph Wolfram Hohgrebe gefordert hat, könnte sich über diese Wende der Naturwissenschaften auf eine vor Jahren noch undenkbare Weise Materialita bewahrheiten. Dies hat nichts mit dem Holismus des New Age und anderer okkulter Bewegungen zu tun, sondern mit der Wiederkehr von Naturkonzepten, wie sie mit Leibniz und Spinoza zu verbinden sind. Die Kunst erweist sich hier einmal mehr als ein schnellerer Rezeptor denn alle Theorie. Sowohl in Kunstwerken wie auch Architekturen werden diese Bewegungsvorgänge scheinbar toter Materialien verarbeitet, um diese als pseudolebendige Automaten zu nutzen. Hierzu gehören etwa die Wände des sogenannten meteorosensitiven Pavillons von den Stuttgarter Architekten Achim Menges, Oliver Krieg und Steffen Reichert, bei dem die atmosphärischen Veränderungen, wie etwa die Differenzen im Wasserhaushalt der Luft, Strukturen bewegen lassen, die über keine organischen Bestandteile mehr verfügen, die dennoch aber, ich zitiere erneut, den Antrieb für dieses lebendig scheinende Kunstwerk bilden. Zitat Ende. Also, das sind die geschlossenen Fächer. Die Frage, ob bei den Bewegungen, die von Feuchtigkeitsschwankungen ausgelöst werden, eine passive Reaktion der toten Holzzellen oder eine aktive Prädisposition gegeben ist, braucht hier nicht gestellt zu werden, weil auch die Reaktion einer Eigenaktivität entspricht. Paula von Brummelins Responsive Surfaces haben diesen Kern getroffen. Ihre Stoffe bestehen aus nicht-natürlichen Materialien, die ähnliche Reaktionen wie die Stacheln des Igels oder die Nackenhaare der Katze mit eigenen Bewegungen auf Berührungen reagieren. Es sind Wahrnehmungen, die sich als Eigenbewegung äußern. Die Reaktionen auf äußere Stimuli sind respondierende Eigenaktivitäten im Inneren, also nicht Actio und Reactio, sondern eine nicht vorhersehbare Eigenaktivität. Jede Perzeption ist daher auch Intention, und dies gilt, wie gesehen, für Organismen wie auch für scheinbar leblose Gegenstände. All dies kann meines Erachtens nicht umhin an ein Wissen anzuknüpfen, dass die Trennung von leblos und lebendig, aktiv und passiv, Materie und Geist nicht kannte oder zu festigen, sagen wir, vermied. Im Gegensatz zur Philosophie, die gelegentlich, so etwa im Vitalismusstreit um 1900, auf diese Frage zurückgekommen ist, hat die bildende Kunst dieses Prinzip durchgängig bewahrt. Bildhauer von der Vorgeschichte bis hin zu Michelangelo grüßen aus Epochen, in denen die Welt in ihrer inneren Latenz gleichsam vibrierte. Reflexionen transkultureller Gemeinsamkeiten wie auch ein neuer Begriff von Materie, der aus den Labors der Materialwissenschaften stammt, vermögen sie zu Genossen unserer eigenen Zeit zu machen. Es könnte sein, dass dem Cartesianismus mit seiner Trennung von res cogitans und res extensa final die Sterbeglocke eingeläutet wird. Das Zeichnen und Skulptieren sind verwandte Formen der Wahrnehmung einer Welt, die nicht als ein lebloses und damit ohne eigenen Wert versehenes Passives gegenüber begriffen wird, sondern als ein selbstaktives Medium der Wechselwirkung. Jede Linienführung reagiert auf den Untergrund und auf die Aussage der bereits gezeichneten Eintragung, sodass die Bewegung der Hand nicht allein aus einer unveränderlichen, vorhandenen Idee gesteuert wird, sondern auch durch die Veränderungen, welche die Idee und Vorstellung durch den Widerstand der Materie und die nicht vollständig kontrollierbare Botschaft der im Prozess befindlichen Linienführung erfährt. Es ist die Latenz einer aktiven Materie und einer bildaktiven Form.
Dasselbe gilt für die Meißelschläge im Prozess eines schöpferischen Skulptierens. Übertragen in philosophische Begriffe erlaubt diese Erfahrung die Erkenntnis, dass die Umwelt und die Welt als Ganze keinesfalls allein dem konstruktiven Willen des Handelnden gehorchen kann und darf. Vielmehr liegt ein höherer Sinn der Gestaltung darin, anzuerkennen, dass der Gestaltende im Prozess der Formgebung seinerseits gestaltet wird. Dieser Begriff des Schöpferischen baut die Spirale einer Wechselwirkung zwischen Idee, Materie und Form auf, in der Bescheidenheit oder gar Demut, zumindest aber Respekt zur Bestimmung des eigenen Tuns gehört. Hierin liegt für meinen Begriff eine höchste Bestimmung, auch im Bereich des Kunstunterrichts. Die Sensibilität für die Eigenbewegung des Gegenübers, des Materials, der berühmten Widerstandskraft des Stoffes, des Materials, ist die Voraussetzung aller Empathie. Sie bewirkt die eigene Handlung durch die material definierte Autonomie des anderen zu durchdenken und durchzuführen. Damit führt sie keinesfalls zur eigenen Passivität, sondern zu einer bestimmteren und komplexer angelegten Gestaltung. Und damit komme ich zum Schluss. Die drei Beispiele, der Faustkeil, die zeichnende tentative Schlagtechnik von Michelangelo und die Resonanz einer aktiven Materie heute begründen, dass es zum Wesen des Menschen gehört, Nutzen und Form nicht gegeneinander auszuspielen. Beide gehören so unabdingbar zusammen, dass jedes Verfahren, das erst auf den Zweck und erst dann auf die Ästhetik blickt, am Wesen der Zwecke und am Charakter der Materie vorbeigeht. Dies ist die Lehre des Aufstieges des Begriffes Active Matter, aktive Materie. Die Ironie unserer Zeit liegt darin, dass wer die Technik und die Naturwissenschaften über die Kunst und über die Ästhetik stellt, nicht auf der Höhe gerade eben der Naturwissenschaften ist. Es gibt in dieser Zeit viel zu kritisieren und zu verurteilen, aber es ist ein bemerkenswertes Phänomen, dass alle Stimmen, die der Kunst einen sekundären Rang zusprechen, im Abseits nicht nur der Gestaltungsdisziplinen stehen, sondern auch des neuen naturwissenschaftlichen aktiven Begriffes der Materie. Sie sind nicht auf der Höhe der Zeit. Dies wollte ich Ihnen, Ihrem vielversprechenden Symposium, als ein Motto, sagen wir, vorschlagen. Vielen Dank. Lieber Professor Bredekamp, danke für diesen ausgesprochen erhellenden und sehr schlüssigen Vortrag. Wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, die sich möglicherweise ergeben haben. Ich hoffe, dass ich sehe hier tatsächlich auch relativ wenig. Ich hoffe, dass Studierende im Raum sind, die mit Saalmikrofonen bereitstehen und mögliche Fragen uns helfen, entgegenzunehmen. Herr Professor Bredekamp, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Es ist doch kein Zufall, dass das erste Bild ein chinesischer Fels war. Nietzsche spricht von dem Kunstwerk als sich selbst oder dem Leben als sich selbst gebärendes Kunstwerk. Die Chinesen kennen ja nicht so diese Trennung zwischen Materie, also gemachter Materie und Natur. Es gibt ja auch sehr viele sinologische Ansätze in dem Bereich. Sind Ihnen die bekannt und die ganze Kulturdebatte China-Deutschland, die ja auch durch Leibniz dann symbolisiert sind? Ja,
Die Akademieausgabe von Leibniz hat die höchste Abonnentenzahl in Japan. Also das mag eine der Antworten sein. Also ich habe im letzten Jahr eine Art Vortragsreise durch Japan gemacht und war auch in China und habe über unsere Gegenwart, es wäre eine andere Art zu beschreiben, was ich vorzustellen versucht habe, von dem Neomanierismus unserer Zeit gesprochen, in dem Natur und Kunst sich immer neu in immer neuen Komplexitäten ineinander drehen. Und ich habe also vom Neomanierismus unserer Zeit, über den Neomanierismus unserer Zeit gesprochen, mit Verweis auf den Manierismus der Zeit um 1600. Und die Reaktion war immer begeistert. Ja, wir sind immer schon neomanieristisch. Also es ist eine Überlegung, die, das halte ich für ein entscheidendes Argument, transkulturell verfolgt werden kann. Ein Element, das von dem, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Verfluchten, das dem Verfluchten Clash of Civilizations entgegenstehen kann. Es gibt Elemente in den unterschiedlichsten Kulturen, die es lohnen, in ihrer Gemeinsamkeit verfolgt zu werden und nicht ewig in ihrem zerstörerischen Konfliktcharakter. Und insofern kann ich Ihre Frage nur absolut bestätigen. Ich würde kürzer antworten. Jeder, der schon mal einen Stein bearbeitet hat, weiß, dass der Stein lebt. Man muss genau schauen, wie man schlägt. Man weiß nie, wie er reagiert. An manchen Stellen ist er härter, an manchen Stellen ist er weicher. Man muss ständig den Winkel wechseln. Man muss sich also völlig in das Material einfühlen. Und man muss dann mit dem Bearbeitungsprozess immer weiter hineingehen und sich in diese Situation richtig hineinbegeben. Ist das, was Sie als Active Matter bezeichnen, nicht vielmehr einfach eine Übertragung menschlicher Sensibilität auf die Materie? Sie versuchen das aus der Materie heraus zu destillieren. Aber nach meiner Erfahrung ist das ein Sensibilisierungsprozess des Arbeitenden erstmal. Ich kann dem gar nicht im Geringsten widersprechen. Und so ist es immer beschrieben worden. Von dem Argument her hat die Einfühlungsästhetik im 19. Jahrhundert ihren Ruhm erhalten geradezu. Eine einfühlende Empathie. Aber vielleicht lohnt es sich, an Borringers Abstraktion und Einfühlung zu erinnern, die vielleicht erfolgreichste kunsthistorische Dissertation, ich weiß nicht wie viel, 80 Auflagen, ein junger Mann, 27, der argumentiert nun entgegengesetzt. Die Einfühlung ist die neokantische Projektion, die immer vom Ego ausgeht, selbst in einer kritischen Selbstreflexion. Und daher müssen wir die Einfühlungsphilosophie als Kitsch bezeichnen, die selbstgefällig vom Ego des Betrachters und des Gestalters ausgeht und die Welt als Medium der eigenen Gestaltung und sensibel wie immer Gestaltung und Reflexion ausgeht. Er setzt dagegen die kristallische, dem Menschen absolut entgegengesetzte Form, die anti- oder transhuman vollkommen ihm seiner eigenen Empfindung entgegensteht. Und aus diesen beiden Prinzipien, denke ich, entsteht etwas, was über das, was Sie beschrieben haben, was existiert, keine Frage, hinausgeht. Und darum geht es mir mit dem Begriff des Bildakts. Die Welt ist mehr als die konstruktive Gestaltung, so sensibel wie immer sein mag, in die Welt hinein, sondern wenn der Künstler, wenn der Reflektor
nicht das, was ihm unabhängig, vielleicht auch als Kränkung seiner Erkenntnis- und Gestaltungsfähigkeit entgegenkommt, mit hineinnimmt in seine eigene Tätigkeit, verliert er eine wesentliche Definition der Selbstdistanzierung. Und das habe ich zu begründen versucht. Und insofern ist, ja, ich kann es nur als eine wirkliche Überraschung beschreiben, das, was nach 2000 Jahren, nach Aristoteles, Descartes, 19. Jahrhundert, die Materie ist passiv und weiblich. Der Geist und die Gestaltung sind aktiv und männlich. Dass aus der Naturwissenschaft heraus diese Kriterien nicht mehr zu gelten beginnen. Und darum geht es mir. In der Aktion ist eine, in der eigenen Aktion liegt eine agiert, liegt ein agiert werden und vice versa. Also eine Erweiterung, eine Doppelpoligkeit gegenüber dem, was Sie zu Recht für sich beschrieben haben. Also, da war noch eine Meldung. Ja, die aktive Materie, das finde ich sehr spannend. Und es erinnert mich ziemlich an die Erkenntnisse aus der Quantenphysik, wo man sehr vorsichtig sein muss, denn da wird ja sehr viel auch hinein interpretiert, was nicht da ist. Aber aus meinem Verständnis kommt die Quantenphysik ja zu dem Ergebnis, dass letztlich Materie eine Verbindung ist, die auf Form basiert, auf Information basiert und wo es immer um Wellen und um Resonanz auch geht. Und da ist ja eigentlich auch dieser Gedanke drin, bei diesem Doppelspalt versuchen, wenn man da die Ergebnisse dann sieht, dass es eine Interaktion immer gibt zwischen Mensch und Materie in beide Richtungen. Können Sie dazu was sagen, wie sich diese neuen Ideen zur aktiven Materie, zu diesen ja nun schon alten Erkenntnissen aus der Quantenphysik verhalten? Ja, es wirkt wie eine Parallele oder ein Vorläufer. Aber ich kann die Frage nicht beantworten, weil aus meinem intuitiven Verständnis der Quantenphysik diese Physik zu okkult ist. Fremdwirkung ohne Wirkung. Also Zufallswirkungen, die aber doch in eine Präzision kommen in der Masse. Weil ich ja zu sagen versuche, dass das Wechselspiel zwischen einer eigenaktiven Materie, einer eigenaktiven Form zunächst und der Gestaltung nichts mit Okkultismus zu tun hat, das ist mir vorgeworfen worden, habe ich eine gewisse Reserve gegenüber der Quantenphysik, die ich intuitiv als okkult empfinde. Vielleicht belassen wir es dabei. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich freue mich natürlich sehr, dass Material jetzt so eine große Rolle bei dir spielt. Endlich, würde ich sagen. Die Frage wäre aber, wenn es wirklich so ist, dass hier so ein Paradigmenwechsel stattfindet, warum behältst du die Struktur bei dieses binären Denkens? Wenn du wirklich sagst, das führt hier jetzt an ein Ende, auch von dieser aktiv-passiv, vor dieser Geschlechtertrennung, warum entsteht nicht ein drittes? Warum behältst du deine Argumentationsstruktur bei und öffnest nicht wirklich ein Feld, wo man vielleicht auch diese Instrumentarien dann tauschen müsste? Also ich kann in der Frage nur die Grenzen der, zumindest im Moment, die Grenzen der Ausdrucksfähigkeit erkennen, weil es mir genau darum geht. Aber ich fürchte, dass der Wunsch der Überwindung von dichotomen Polen dieser Art dann doch an ihnen haften bleibt. Aber mir ging es genau darum, seit ewig. Und
Ich müsste jetzt nochmals beginnen, wenn ich den Unterschied zwischen res extensa, also der äußeren Welt, und der denkenden Welt benannt habe, dann ist das ja nur persiflierend. Also ich habe nicht umsonst Leibniz, vielleicht wäre das eine Antwort, ja, benannt, und mich seit langer Zeit mit ihm beschäftigt. Für meinen Begriff ist die Geschichte der Philosophie durch einen Tötungsakt, der von Kant ausging, gekennzeichnet, der Leibniz genau das absprach, was ihm im Innersten bewegte, nämlich die Beschäftigung mit dem Konkreten. Und wenn man sich tatsächlich mit Leibniz' Argumentationen auseinandersetzt, dann versucht er genau eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und für mich ist dieser Versuch in der Monadologie, also in der Materie selbst, so tief, wie man tiefer nicht gehen kann, die Dichotomie aufzuheben. Deswegen der Faustkeil. Es ist die Frage nach Henne und Ei ist unsinnig. Es gibt keine reine Funktion, die zu Anfang ist. Es gibt keine reine Ästhetik zu fahren, sondern beides ist eine Einheit. Darum geht es, denke ich. Und alle Dualismen verfehlen Wirklichkeit, sowohl des Denkens als auch der Welt. Das ist der Punkt. Ja, dann darf ich gleich die letzte Frage stellen, vielleicht eine versöhnende. Ja. Goethe war ein begeisterter Blumenfreund und Botaniker. Wenig bekannt sind seine Ausführungen zu einem korrespondiven Verhältnis zwischen Blüte und Auge. Also Sie kennen das wahrscheinlich, Goethe behauptet ja, oder die Frage, die sich stellt, ist, warum finden wir eine Blume schön? Ist es nun sozusagen das Organon der Natur, der Blume, die in uns ihren korrespondiven Teil findet, sodass wir diese Augen geschenkt bekommen haben, um diese Schönheit der Blume zu sehen? Und so würde sich eigentlich diese Dichotomie auch auflösen. Der alte Pantheist hat sozusagen meiner Meinung nach genau diese Frage gestellt, die unauflöslich im Ästhetischen wie auch im Strukturellen ist. Warum können wir Schönheit erkennen, die in der Natur ist, wenn sie uns denn wesensfremd wäre? Ich kann das nur unterstreichen. Und Goethe ist als Klassiker der geschätzt oder dann auch distanziert wird, ja vollkommen unterschätzt. Genau dort liegt seine naturphilosophische Größe, die gar nicht ausgelotet ist. Nicht? Also Darwin ist, wenn man den letzten Absatz von Darwins jetzt neu übersetzten Origin of Species nimmt, das ist Goethe. Besser geht es nicht. Und Darwin ist ja von seinen Freunden und Bekannten geradezu gezwungen worden, in die zweite Ausgabe der Origin of Species seine Vorläufer anzugeben, also Goethe. Nicht? Er hat es dann getan. Aber hier ist genau dieser Brückenschlag, den Sie angesprochen haben. Und als dritten neben Leibniz und Goethe würde ich Charles Sanders Peirce nennen, der in der modernen Philosophie für meinen Begriff in seinem prozessualen Denken, das zwischen Materie und Form, also Gedankenform, überhaupt nicht unterscheiden kann, weil er jeden Prozess prozessual nimmt und ihn nicht stabilisieren kann, so wie Michelangelo, der Denker dessen, worum es, was ich hier vorzustellen versucht habe. Leibniz, Goethe, Peirce.